So, wir wollen uns mal anhand eines Beispiels anschauen, ja, wann es einen Eulerweg gibt oder wann halt auch nicht, ob man da ein Kriterium festlegen kann. Wir nehmen einfach mal einen Graphen hier beispielsweise und versuchen da mal einen solchen Eulerweg einzuzeichnen. Ja, dieses bekannte Haus vom Nikolaus, was denke ich jeder kennt. Ja, das scheint schon mal hier zu funktionieren, ein solcher Weg. Wir probieren noch mal eine andere Kombination. Ja, also wir müssen jede Kante genau einmal durchlaufen, dürfen keine Kante doppelt durchlaufen. Das scheint immer ganz gut zu klappen. Vielleicht noch eine dritte Variante. Auch das klappt. Also ich kann im Prinzip jede Kante einmal durchlaufen. Die Frage ist, ist das immer der Fall oder gibt es auch eine Variante, wo das nicht funktioniert? Auch hier gelingt mir das. Ja, wir probieren vielleicht noch eine weitere Variante, gehen hier hoch, hier runter, hoch, wieder runter und jetzt stecke ich fest. Ja, ich kann jetzt keine Kante mehr durchlaufen, die nicht schon einmal durchlaufen ist. Also, dieser Graph hier ist ein Beispiel dafür, dass das in einigen Fällen klappt, in anderen Fällen aber auch nicht. Gucken wir uns noch ein zweites Beispiel an, und zwar diesen Graph. Auch hier versuchen wir jetzt einen Eulerweg zu zeichnen und wir dürfen keine Kante doppelt durchlaufen. So, jetzt kommen wir nicht weiter, wir können auch hier runterlaufen. Eine Kante aber bleibt sozusagen offen. Ja, wir sind vielleicht falsch unglücklich gestartet. Probieren wir nochmal eine Variante aus. Wir gehen hier hin, hier hin, hier hin, hier hin, hier hin. Und auch da hängen wir wieder fest. Und wir können jetzt alle Möglichkeiten durchprobieren und werden feststellen, einen Eulerweg gibt es in diesem Graphen nicht. Das heißt, wie lässt sich das jetzt systematisch feststellen, ob es einen solchen Weg gibt oder halt entsprechend nicht gibt? Ja, und das wird Aussage des folgenden Satzes sein, der nämlich genau die Eigenschaft beschreibt, die ein Graph besitzen muss, damit ein solcher Euler-Weg existiert oder eben nicht existiert.